Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Star Talk. Heute mit einem Mann, der gerne an seine Grenzen gegangen ist. Und so heißt auch sein Vortrag, Passions for Limits. Herr Messner, ich begrüße Sie herzlich in Thüringen. Schön, dass Sie mal wieder hier sind. Ja, schönen guten Abend. Herr Messner, Ihr Vortrag geht auch wieder ans Limit oder beschreibt, wie oft Sie in Ihrem Leben ans Limit gegangen sind. Also ich beschreibe nicht alle meine Grenztouren, sondern ich habe ein paar Ausrisse aus meinem Leben genommen, um die Leute mitzunehmen in meine Welt. Die meisten dieser Zuhörer hätten das ja auch gern gemacht. Vor allem hier aus den neuen Bundesländern, die durften ja nicht raus. Ich konnte bis ans Ende der Welt gehen, ich habe mir das finanziert, ich hatte mir die Zeit genommen, habe sehr viele Abenteuer erleben dürfen und war damit ein Privilegierter. Und heute bin ich gerne bereit, mit jenen, die was Vernünftiges getan haben, ein paar Kinder großgezogen, Häuschen gebaut, das zu teilen. Das heißt, ich teile das mit vielen Zuhörern. Wenn Sie ans Limit gegangen sind, wenn Sie Grenzerfahrungen gemacht haben, wie haben Sie sich darauf vorbereitet, mental? Denn ich könnte mir vorstellen, es ist manchmal doch ganz schön eng geworden, trotz allerbester Vorbereitung, die man aus Sicherheitsgründen getroffen hat. Es ist ein paar Mal eng geworden, aber nicht so häufig, wenn die Leute denken. Ich meine, ich habe 3500 Bergtouren gemacht und 100 Expeditionen gemacht bis heute. Und eine Handvoll Touren waren so, dass es ja knapp war. Dass es nicht gerade ein Wunder ist, aber auch Glück war, dass ich überlebt habe. Man muss natürlich sehen, ich habe das als kleines Kind angefangen und habe lange, lange gelernt. Einmal 25 Jahre war ich nur unterwegs, bis ich in der Lage war, auf einen 8000er zu steigen. Und da hatte ich sehr viel Erfahrung schon. Und dann habe ich ja wieder in Schrittchen für Schrittchen aufgebaut und weitergegangen. Natürlich war ich mit 25 auch schon an der Grenze, aber mit 35 brauchte ich ganz andere Schwierigkeiten, weil ich mehr Erfahrung hatte, um wieder an die Grenze zu gehen. Und was ich in meinem Leben getan habe, ich habe, das erzähle ich auch im Vortrag, altersmäßig immer wieder umgesattelt. Also bis 25 war ich ein Kletterer, Spezialist im Fels- und Eisklettern. Dann wurde ich ein Spezialist im Höhenbergsteigen. Dann habe ich die großen Sand- und Eiswüsten durchquert. Dann habe ich die Heiligen Berge studiert, die sind nicht so schwierig und nicht so hoch. Und im Moment bin ich gerade dabei, ein Museumsprojekt zu Ende zu machen. Da braucht es mehr das Hirn und es braucht mehr, sagen wir, Kunstverstand als jetzt Muskeln oder Grenzgangerfahrungen. Aber vorgegangen bin ich jeweils ähnlich. Ich habe ein Projekt entwickelt, eine Idee gehabt, habe mir dann die richtigen Partner gesucht, habe mir die Mittel gesucht, habe mir Zeit genommen und habe sukzessive diese Ideen in die Tat umgesetzt. Im Grunde habe ich nichts anderes getan, als Ideen real gemacht. Da steckt man ja Menschen immer gerne oder Ideen gerne in Schubladen. Wie gehen Sie eigentlich mit dem Begriff Abenteurer um? Also da habe ich nichts dagegen. Ich bin ein Abenteurer, also ein Grenzgänger-Abenteurer. Ich bin kein Rekordhalter, ich bin kein Kicksucher. Heute wird ja alles in Kick umgewandelt. Was ich getan habe, hat mit Rekord nichts zu tun. Es ist nicht messbar. Also mir geht es darum, dass ich erfahre, wie der Mensch eigentlich ursprünglich tickt, ohne den zivilisatorischen Anstrich. Also wie funktionieren wir, wenn wir einfach in die Wildnis geworfen werden? Ohne Gesetzbuch, ohne Religion. Wir sind einfach in der Wildnis und da gibt es Lawinen und Anstrengung und Kälte. Was tun wir? Die erste Regel ist, wir versuchen zu überleben. Und das tun wir gemeinsam leichter als allein. Deswegen spielen wir auch gut zusammen. Was passiert im Kopf, wenn ich an Grenzerfahrungen gehe, wenn ich weiß, jetzt ein Schritt und das könnte der falsche sein? Also das funktioniert dann instinktiv. Unsere Instinkte sind besser, tiefergehend und schneller als der Intellekt. Der Intellekt kann ein Korrektiv sein. Am besten wäre das Korrektiv, wenn es sagt, hör auf mit dem Humbug, weil das ist gefährlich. Mhm. Aber wenn man eben das langsam gelernt hat, dann weiß man, theoretisch kann ich das, also versuche ich es auch. Und wenn ich es tue, wenn ich mitten in der Wand hänge und Steine kommen von oben, dann ist der Verstand viel zu langsam, um zu rechnen, wo, wie, was muss ich jetzt tun. Sondern ich folge wie ein wildes Tier den Instinkten und da bin ich schon in Sicherheit. Wann haben Sie eigentlich mal Zeit? Denn Sie sind im Grunde genommen immer unterwegs oder Sie schreiben Bücher. Über 70 Bücher haben Sie ja schon geschrieben. Nein, 70 Bücher, das ist übertrieben. Also ich habe ein paar Bücher auch herausgegeben, Vorworte geschrieben, das wird dann alles da reingepackt. Ich bin da viel bescheidener. Ich habe gut, sagen wir, 40 Bücher geschrieben. Es werden 50 vielleicht werden. Man muss auch dazu sagen, dass fast alle meine Bücher wieder aufgelegt wurden. Bücher, die ich 1972 geschrieben habe,
über eine Expedition im Himalaya. Die sind gerade vor 2 Jahren wieder erschienen, aber natürlich mit der ganzen Historie dazu, was ist inzwischen da an diesem Berg passiert. Ich habe ja auch immer über die anderen geschrieben, nicht nur über mich. Und damit ist es ein neues Buch geworden, aber für mich ist es ein Buch, das alte 40-Jährige wie das neue, wenn da auch fast ein Drittel dazugekommen ist. Also ich habe Bücher geschrieben, ich habe viele Reisen gemacht, ich reise nach wie vor, aber heute ist nicht mehr die Expedition oder der Grenzgang der Angelpunkt meines Lebens, sondern meine Familie. Ich gehe auch mit den Kindern zum Bergsteigen oder zum Reisen, keine extremen Reisen natürlich. Ich mache immer noch jedes Jahr eine schöne, schwierige Reise, so meinem fortgeschrittenen Alter entsprechend. Aber neben der Tätigkeit als Familienvater oder als Unternehmer jetzt in diesem Museumsgeschichte, bin ich nach wie vor sehr interessiert, wie entwickelt sich das Abenteuer weiter. Das Abenteuer ist ja im Schrumpfen. Also ich bin ein Dinosaurier in dieser Sparte. Heute gehen die Leute klettern in der Halle, das heißt an künstlichen Wänden. Sie rennen auf die großen Berge rauf, möglichst schnell, weil sie keine andere Möglichkeit mehr haben, sich herauszuheben aus der Masse. Wir sind ins Abenteuer gegangen, das heißt, es war alles unbekannt. Man wusste nicht, wo man da hinkommt und was da passiert. Heute wird der Everest alle Jahre präpariert mit einer Piste und da können sie dann raufrennen, schneller als die anderen. Mir wäre das langweilig, aber bitte, was sollen die heute tun? Wenn ich hinkomme zum Everest, da ist schon eine Piste, soll ich dann Abenteuer spielen? Nicht, das ist nicht möglich. Heute ist der Tourismus so weit nach oben gekommen und nach draußen gekommen. Sie können, wenn Sie wollen, eine Reise zum Südpol buchen. Also nicht nur in die Antarktis, sondern zum Südpol. Sie können eine Reise zum Everest buchen im Reisebüro. Niemand fragt Sie, ob Sie das können oder nicht. Sie gehen einmal mit bis ins Basislager. Wenn es nicht geht, haben Sie halt bezahlt und bleiben dann unten vernünftigerweise. Und aufgrund dieser Tatsache, dass die Berge im Grunde touristisch so weit erschlossen sind, dass jeder dort für seine Späße, für seine Leidenschaft, für seine Rekorde ein Spielfeld findet, hat sich das Ganze verändert. Ich will das nicht kritisieren, es ist nur nicht mehr meine Welt. Aber es gibt so Momente, wo Sie sich sagen, Mensch, hätte ich das nicht gemacht, wären die jetzt nicht auf die Idee gekommen. Nein, das ist nicht so. Wir wären trotzdem auf die Idee gekommen. Das Bergsteigen hat sich so entwickelt. Also das Bergsteigen, muss man sich vorstellen, hat vor 180 Jahren in den Alpen angefangen. Deswegen heißt es Alpinismus. Man kann auch sagen vor 230 Jahren. Also der Mont Blanc wurde 1786 erstmals bestiegen. Das gilt als die Geburtsstunde des modernen Alpinismus. Dann haben vor allem Briten, die die ersten Bergsteiger waren, auf dieser Insel, da hatten sie sonst nichts zu tun und die hatten die erste Industrie. Das Ganze hängt auch noch mit der Aufklärung zusammen. Vorher hatte man Angst, dahin aufzusteigen. Die haben dann die Hauptgipfel der Alpen erobert. Da ging es um die Eroberung, wie beim Kolonialismus. Als die meisten Gipfel bestiegen waren, das Matterhorn zum Beispiel, sehr spät, dann hat eine junge Generation, das waren schon generell Europäer, Deutsche, Italiener, Schweizer, halt im Alpenraum, angefangen, schwierige Routen zum Gipfel zu suchen. Am Ende hat man die Eiger Nordwand geklettert oder Wände an den 8000ern. Und dann kam eine kurze Periode, die ich wesentlich mitgeprägt habe, die ich Verzichtsalpinismus nenne. Wir haben dann gesagt, um das weiterzuentwickeln, gehen wir auf den gleichen Berg wie der Hillary, Erstbesteiger des Everest, aber mit immer weniger Material, also ohne Sauerstoffgerät, ohne Seil, ohne den ganzen Apparat. Aber das hat nicht lange getragen, weil dann sind auch die Berge so bestiegen gewesen, ohne Maske auf den Everest. Ich bin allein ohne alles auf den Everest gestiegen. Und dann hat sich die nächste Generation gesagt, ja, wenn man da allein hinaufsteigen kann, dann kann man da auch Gruppen hinführen. Und dann hat man angefangen, die Berge zu präparieren. Also die sind präpariert. Es ist nicht möglich, dass ein normaler Tourist auf den Everest steigt. Aber über eine Piste, wo alle Schwierigkeiten weggenommen sind, wo es Hütten gibt, wo man Suppe und Tee kaufen kann, wo Sauerstoffdepots liegen, können viele Leute hinaufsteigen. Ich vergönne denen das auch gern. Nur ist das halt Tourismus und nicht Alpinismus. Und früher gab es eine klare Aussage. Der Alpinismus beginnt, wo der Tourismus aufhört. Wenn aber der Tourismus den Gipfel des Everest erreicht hat, wo beginnt der Alpinismus? Und deswegen ist der Alpinismus Sport geworden. Wo liegt eine Herausforderung, die Sie noch gerne in Angriff nehmen möchten? Also zuerst einmal, es gibt Millionen von Möglichkeiten, Abenteuer zu erleben. Ich brauche nur neben die Piste gehen. Also das gibt es immer noch. Und die jungen, guten Leute gehen auch ins Abenteuer und nicht zum Sport am Berg. Ich selber kann natürlich bestimmte
Höhen- und Ausdauerleistungen nicht mehr bringen. Ich wäre ja dumm, wenn ich sagen würde, ich bin 68 und gleich stark wie mit 35. Meine Schnellkraft hat abgenommen, meine Geschicklichkeit hat abgenommen, meine Ausdauer hat abgenommen, auch mein Konzentrationsvermögen, obwohl ich das am längsten gehalten habe. Und ich habe mir neue Aufgaben gesucht, aber ich gehe immer noch auf den Berg. Ich war erst kürzlich in Patagonien, also am Hielo Continental Nord. Es gibt in Nepal einen 7000er, den ich gern besteigen würde. Ich bin vermutlich im Mai wieder in Nepal zum Bergsteigen. Allerdings sind das keine Sensationen, die ich liefere. Das wollte ich auch früher nicht, aber früher habe ich so viele Sachen gemacht, die die übrige Welt für unmöglich hielt, dass das immer wieder irgendwo dann auch diskutiert wurde. Was ist schöner, den Berg jetzt zu besteigen oder früher? Wie ist der Blick jetzt? Also der Blick heute ist eigentlich abgeklärt und ich sehe ein, heute reicht mir eine mittelschwierige Tour, um an meine Grenzen zu kommen. Also mit 35 habe ich die schwierigsten Touren der Alpen geklettert, auch allein. Das war meine Grenze. Also ich hatte auch die Lust, bis an die Grenze zu gehen. Heute bei der Hälfte der Schwierigkeiten oder der Hälfte der Höhe bin ich schon an meiner Grenze. Aber die Erfahrungen, die ich dabei mache, sind die gleichen. Das heißt, ich kann im Lebensbogen als Kind, wo ich gar nicht so viel kann und nicht so viel Erfahrung habe, sehr schnell meine Grenze erreichen und Erfahrungen machen. Die Erfahrungen hängen ja ab von der Grenze. Wenn ich an meiner Grenze bin und Angst kriege und Zweifel habe, dann erfahre ich etwas über mich. Solange ich keine Angst und keine Zweifel habe, erfahre ich gar nichts. Es ist ja genau umgekehrt, wie die Leute alle denken, Bergsteigen hat nichts mit Heldentum zu tun. Bergsteigen ist mehr oder weniger ein sich messen an den eigenen Ansprüchen. Das heißt, ich habe den Anspruch, ich möchte gern. Und dann muss ich genau abwägen, was kann ich. Wenn ich das dreimal falsch mache und über meine Verhältnisse gehe, dann bin ich unter der Erde irgendwo oder unter dem Schnee. Und sich einzuschätzen, das zu lernen und zu sagen, jetzt kann ich das, jetzt kann ich ein bisschen mehr und jetzt kann ich noch mehr, ist ein ganz schwieriger Prozess. Und in diesem Prozess muss ich auch das Scheitern zulassen. Wenn ich jetzt jedes Mal sage, ich muss Erfolg haben, weil von außen Druck kommt oder was auch immer, dann bin ich relativ schnell ein toter Mann. Da gibt es ja dieses Trendwort Entschleunigung. Bergsteigen ist eine absolute Entschleunigung. Man erlebt alles ganz, ganz langsamer, denke ich. Ja, man erlebt es intensiv und langsam. Und bei diesem Zusammenhang kommen Sie auch drauf, dass Zeit eine relative Angelegenheit ist. Also wir haben ja die Zeit im Grunde erfunden. Die Zeit gibt es nicht. Aber wir haben angefangen, die Zeit einzuteilen und damit ist eine Sekunde, glauben wir. Aber wenn ich dann durch die Antarktis laufe, 92 Tage lang, weiß ich am Ende nicht, bin ich 10 Jahre schon unterwegs oder eine Woche. Das Zeitgefühl löst sich auf. Alle diese Touren, alle diese extremen Einsätze dauern viel länger in meinem Erinnerungsvermögen und auch während des Unterwegsseins, als wenn ich daheim, ja, so sagen wir ruhig bürokratische Arbeit mache oder Post erledige. Da geht alles sehr schnell, weil es eben banales Zeug ist, wiederholtes Zeug ist. Wenn ich jetzt etwas Einmaliges an meiner Grenze erlebe, dauert das Leben plötzlich länger. Ich behaupte auch, dass die Menschen vor 5000 Jahren, da sind die 40 Jahre alt geworden, wenn es gut ging, 45, der Ötzi. Aber die hatten wahrscheinlich in ihrem Gefühl ein längeres Leben als wir, wenn wir 80 oder 90 werden. Nun ist beim Gehen und beim Klettern die Geschwindigkeit des Vorankommens sowieso eine ganz langsame. Und der Mensch hat im Grunde nur eine Fähigkeit, sich und die Welt zu erleben, in der Geschwindigkeit des Fußgängers. Also wenn er entschleunigt. Wenn ich mit dem Auto da mit 150 Kilometer durch die neuen Bundesländer rase, weil es ja gute Autobahnen da sind, dann sehe ich gar nichts. Und wenn ich drüber fliege, gut, dann sehe ich unten ein paar grüne Fleckchen, aber ich sehe die Welt nicht. Und ich selber sitze wie in einem großen Bus und lese Zeitung oder esse mein Menü, das ich da kriege. Und dann bin ich angekommen. Aber gesehen habe ich von der Welt nichts. Der Mensch ist ein Fußgänger. Und wir sind als Affen von den Bäumen runtergestiegen, haben in der Savanne laufen gelernt und in dieser Geschwindigkeit erleben wir die Welt. Und das ist das große Glück beim Bergsteigen, dass niemand jetzt, gut, dann kann er auch mit dem Hubschrauber da hochfliegen, aber dann ist es nicht mehr Bergsteigen. Es ist schön, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Es verflog auch wieder die Zeit, weil ich sie wieder intensiv erleben durfte. Und beim nächsten Mal, wenn Sie wieder in Thüringen sind, machen wir das Versprechen wahr, dann fahren wir ganz entschleunigt über die Werra mit dem Kanu. Okay, das ist auch schön, ja. Ja, danke.